560 Exemplare des 300S Coupé wurden zwischen 1952 und 1955 gebaut. Die vollendete Eleganz der Karosserie gepaart mit der technischen Qualität machten den Wagen seinerzeit zum Spitzenprodukt des deutschen Automobilbaus. Der Mercedes-Benz 300S, werksintern mit der Nummer W188-1 bezeichnet, wurde im Herbst 1951 vorgestellt und war als zweitüriges Coupé, Cabriolet und Roadster erhältlich. Der 300S hat ein um 15 cm kürzeres Chassis als der 300er und eine erhöhte Leistung durch die Verdichtung von 6,4 auf 7,8:1. Der 6-Zylinder-Vergasermotor mit einem Hubraum von 2.996 Kubik und 150 PS bei 5.000 Umdrehungen in der Minute bringt den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von rund 175 km pro Stunde. Das hier gezeigte Fahrzeug ist eine Erstauslieferung nach Italien und im Originalzustand erhalten. Ein Sammlerstück, das dem internationalen Trend zum unrestaurierten Klassiker entspricht.